Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WrestleMania 21. So, es geht weiter mit einer Cutscene, nachdem wir beim letzten Mal gegen Matt Hardy gewonnen haben. Hey there, good match last week. And congratulations for beating Christian. And hooking up with Trish. I think she's gonna be a lot better off without him around. Perfect. Matt, you should hear what they're saying to each other. I don't even think a girl like Lita knew some of those words. Oh, und es geht nochmal gegen Matt Hardy. Interessant. Also bevor wir beide haben, müssen wir erst nochmal Matt Hardy erneut platt machen. Naja, da bin ich mal gespannt. Ist es jetzt... Ah. Okay, also diesmal ist es ein Table Match und das kann ganz schön schnell vorbei sein, meine Damen und Herren. This is Jim Ross. Hm. Das könnte echt krass schnell vorbei sein. Gehen wir mal raus. Nehmen den Tisch. Oder auch nicht irgendwie. Wieso nimmt er den Tisch nicht? So, jetzt aber bitte. Boah, was ist das denn? Kann auch ganz schnell für uns vorbei sein. Ja, das stimmt. Und? Hallo? Ich drück doch. Kontern. Wieso geht das nicht? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ja, stell den Tisch schon mal auf. So ist es richtig. Ja, klar, dass er mich jetzt drauf. Ist so logisch. Ich habe nicht gekontert, ne? Nee. Ja, sieh das? Es kann super schnell vorbei sein, das Match. Ist krass. Ist ziemlich krass. Ja. Unglaublich schnell kann das vorbei sein. York. Kann sagen. Konnte irgendwie nicht überspringen. So, Rematch. Weil man muss gewinnen. Sonst geht's nicht weiter. Man muss das Match definitiv immer gewinnen. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus. Nachdem wir ihn einmal getreten haben, haben wir einen kleinen Vorsprung und können den Tisch schon mal aufheben. Und ihn umkicken. Aber das muss ja nicht im Ring passieren, oder? Nee. Das wäre blöd. Das muss nicht im Ring passieren. Also, komm her. Rauf mit dir. Und durch mit dir. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht kontert. Nee, scheint er nicht zu machen. Nope, macht er nichts. Sehr schön. Also, wie gesagt, es ist ein super einfaches Match. Das geht hier extrem schnell. Uiuiui, ich habe gerade Kabel geknoddelt hier. Scheiße. Moment mal gerade. Muss mal gerade was testen. Nicht, dass mein Mikrofon nicht mehr doch funktioniert noch. Gut, weiter geht's. Mit Let's Play WrestleMania 21 nach diesem Speed-Match hier. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Gegen Randy Orton schon? Nee, kann eigentlich nicht sein. So schnell noch nicht. I don't know what's come over Matt. He's turned completely jealous and possessive lately. I wish I could find a guy like yours. He seems so down to earth. Oh, you can. I don't mind sharing him with you. Oh my god, are you serious? Wow. Yeah. Maybe. Hey there, ladies. Want to spend some time with the real champion after the show tonight? Sorry, Randy. We've already got a man. And he's gonna win the Fatal 4-Way match to become the number one contender for your Intercontinental title tonight. Tja, sieht schlecht aus für ihn. Okay, jetzt geht's in einem Fatal 4-Way match gegen Shelton Benjamin dürfte das sein, Matt Hardy und Christian. Und der Gewinner darf um den Intercontinental Championship kämpfen. So, komm, hast genug geladen. Geht los. Ja, ist Shelton Benjamin. Jim Ross here with Jerry the King Lawler and we welcome you to Raw. Live tonight from Austin, Texas. Austin, Texas. Alles klar, also
Für uns geht's gegen Shelton Benjamin. Die anderen kämpfen gegenseitig. Also Christian auf Matt Hardy, ich auf Shelton Benjamin, wie man auch sieht. So, und dann gucken wir mal, dass wir das möglichst schnell hinter uns bringen. So ein Fatal Four-Way Match kann nämlich ganz schön lange dauern. Weil, wie gesagt, da kann auch mal wer eingreifen, auch wenn das hier bei WrestleMania 21 so selten der Fall ist. Das ist der Wahnsinn. Aber das wisst ihr ja bereits. Das habe ich ja schon mal gesagt und auch schon mal gezeigt. In irgendeinem Match hat man das ja schon mal gesehen, dass die hier unglaublich selten nur angreifen. Eingreifen. So, machen wir Shelton Benjamin mal schön platt. Weiterer Submission Hold. Oh, guck mal, mit Hardy. Auch mit einem Submission Hold gegen Christian. Hardy stellt sich also stark an hier gegen Christian. Beide ohne Frau momentan. Blöd für sie. Und Shelton Benjamin, der hat ganz schöne Probleme mit uns. Ganz schöne Probleme. Christian, dem geht's aber ähnlich. Der konnte noch gar nichts setzen gegen Matt Hardy. So, jetzt aber. Nee, wieder ein Konter von Matt Hardy da. Okay, interessant. So, jetzt das Cover. Das war eigentlich gar nicht geplant, aber nee. Hat auch nicht funktioniert. Aber macht ja nichts. So, weiter geht's gegen Shelton Benjamin. So lange hält der, glaube ich, auch schon gar nicht mehr durch. Das war, wollte ich nicht. Wollte den gar nicht covern. Jawohl, das wollte ich machen, genau. Bam. In your face, biatch. So, Shelton, komm, steh auf. Shelton Cooper. So, ich sehe zwar gar nicht, was ich mache momentan, aber irgendwas werde ich wohl machen, jawohl. So, und jetzt können wir es mal wieder probieren. Mit dem Cover. Jawohl. Da haben wir es auch schon geschafft. Und ich glaube, das wäre ein bisschen sehr kurz für einen Part, das hier. Also diese zwei Matches, die gingen ja unglaublich schnell vorbei. Deswegen mache ich mal gerade einen Cut.